Jo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Mission Fehlgeschlagen, also Let's Play Batman Arkham City hier bei Clayface, den wir jetzt dieses Mal hoffentlich platt machen werden. Da sehen wir nochmal den Rückblick, nur heute Abend als Vertretung von meiner Wenigkeit. Ein Mann, der einen verdammt guten Job macht. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Clayface. Also los! Oh, jetzt macht er diese Attacken von Anfang an. Ach, sind wir gleich wieder in der... Ey, das ist wirklich ultra schwierig auszuweichen. Uiuiuiui, wir sind, glaube ich, gleich wieder in der zweiten Phase angelangt, hier, in der wir vorher schon noch in der letzten Folge waren. Ja, es sieht ganz so aus. Wir stehen auch sehr nah neben ihm, was ich eigentlich jetzt nicht so praktisch finde. Ja, ich mache ihn ja sowas von fertig gerade. Komm. Ich weich dir aus. Ich mach dich fertig, du oller Hampelmann. Hast keine Chance, denn ich bin dran. Oh, das war leider ein bisschen zu oben jetzt. Zu weit oben. Untergefrierter. Was machst du da? Naja, ich gebe deinem Kollegen ein bisschen auf den Sack. Hol mir nochmal schön das Schwert. Schön rausgezogen und dann gehen wir ein bisschen unfair ab. Schön, dass der Batman auch einfach so toll im Schwertkampf drauf ist. Haben wir ihm gerade eine Hand abgeschnitten? Haben wir ihn gerade komplett zerschnitten? Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage. Könnte wehtun. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Ja, und was darf ich jetzt machen? Okay, ich darf mit einem Schwert kämpfen. Ey, das ist ja so dermaßen cool. Ich wollte schon immer mal mit einem Schwert kämpfen. Ich meine, Batman mit einem Schwert. Schwerter sind ja schon cool, aber Batman mit einem Schwert? Ich meine, da gibt es wenige Dinge, die irgendwie noch cooler sind. Behaupte ich einfach mal. Und Clayface ist jetzt wirklich so langsam zu Clayface geworden. Hey, ich habe was abgekriegt. Was sind das auch für Viecher, ey? Die erinnern mich gerade irgendwie... dezent an ein Pokémon, ne? Dioxys oder so hieß das doch. Ja, ich mach Vergleiche mit Pokémon. Echt schlimm, obwohl ich die Edition nie gespielt habe, in der Dioxys, glaube ich, überhaupt nur vorkommen kann. Wird der nicht eigentlich wenigstens immer so ein bisschen weniger? Oder wird er jetzt unendlich hier diese Hampelmänner produzieren? Nee, sein Leben wird weniger. Sehr schön. Ah, Moment, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss, wenn er rauskommt. Ja, das muss ich tatsächlich machen. Einfach noch so ein bisschen mit dem Freeze-Schuss drauf und dann die Typen hier muss ich immer wieder aufs Neue platt machen. Aber das ist ja kein Ding mehr mit dem Kampfsystem, kämmen wir uns ja so langsam aus. Auch wenn hier, glaube ich, nicht die Kombos gehen. Oh, da macht er dann solche Kombos. Great. Verpassen wir dir mal kurz so ein paar von den Dingern hier. Danke. Und jetzt pass auf, dass du dabei nicht stirbst. Denn wir brauchen dich noch, Batman. Wir brauchen dich sogar ziemlich dringend. Okay, mach mal ein R. Mit R macht er gar nichts. Gleich haben wir ihn, das dauert nicht mehr lange. Und jetzt werde ich ihn mal wieder perfekt abliefern und mich nicht treffen lassen. Und dann werde ich ausnahmsweise getroffen. Vielleicht soll ich das nicht ankündigen, dann passiert es auch nicht. So, geblockt. Und direkt, zack. Ja, beinahe haben wir ihn. Beinahe aber nur. Ja, jetzt vereisen deine Kollegen und du ebenso. Schönes Gesicht. Trollface. Dürfe ich dann bitte mal. Dankeschön. Und zack. Bin ich gerade eben in ihn rein? Gott. Ja, lecker.
Geh mir aus dem Weg, Bats! Ich habe eine Verabredung mit der Unsterblichkeit. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Schnell! Das Heilmittel! Worauf wartest du noch? Komm schon! Ich hab deine Freundin umgelegt, Gotham vergiftet und verdammt, es ist noch nicht mal Frühstückszeit! Aber wir alle wissen, dass du mich retten wirst. Alle Entscheidungen, die du je gefällt hast, zogen Elend und Tod nach sich. Menschen sterben. Ich halte dich auf. Du brichst aus und tust es wieder. Sieh es als eine Art Running Game. Nein! Bist du jetzt zufrieden? Willst du mal was echt Komisches hören? Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet. Das ist allerdings ziemlich komisch. An alle Einheiten. Koordinieren Sie... Was zum... Verdammt, was ist da drin passiert? Batman! Was ist passiert? Batman, Arkham City. Batman was created by Bob Kane. Developed by Rocksteady Studios. Game director, Sefton Hill. Studio director, Jamie Walker. Senior producers Daniel Bailey and Nathan Burlow. Art director David Higo. Audio director Nick Arundel. Technical director Ben Wyatt. Producer Gerald Smith, art producer Wayne Billingham, associate producer Scott Burfitt, lead animator Safer Coburn, lead motion capture animator James Norman. Animators Max Fanning, David Huston, Danny Murdoch, Mirko Petrelli, Niam Tierney and Adam Vincent. Technical animators Tristan Lawler and Shea Richardson. Lead environment artist Will Smith. Ist das der echte? Ich weiß es nicht. Environment Artist, Jamie Field, Dmitry Hussein, Paul Jones, Paul Matter und jetzt kann ich nicht mehr lesen, weil das wahrscheinlich zu schnell gehen wird. Der Joker ist tot. Der Joker ist verdammt nochmal in diesem Spiel gestorben. Der größte Erzfeind, den
den wirklich jeder kennt, selbst ob er irgendwas jetzt mit Batman extrem zu tun hat oder nicht, ist tot. Verdammt nochmal tot, nicht mehr wieder reanimierbar in den Spielen. Das heißt, wenn noch ein dritter Teil rauskommt, kann der Joker nicht leben, außer er landet irgendwie in der Lazarusgrube. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich mir irgendwie vorstellen könnte. Im Batcast Nummer 1 hat der Joshua noch eine Andeutung gemacht, beziehungsweise auch der Ruben, dass es eine Nebenmission gibt, die auf den dritten Teil hinweist, die wir nicht gespielt haben. Ich habe mich gerade eben dazu entschieden, dass das hier die letzte Folge von Batman Arkham City sein wird. Dass ich das Projekt mit dieser Folge, mit dieser Finalfolge abschließen werde, mit dem Joke des Jokers. Das könnte man fast sagen. Mit dem Tod des Jokers. Das hat seine Gründe, und zwar zum einen, weil ich einen unglaublichen Respekt... Sie haben einen verpassten Anruf. Seitdem vergangene Zeit. 3 Stunden. Moment mal. Darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make this change. So hat man Credits zu gestalten. So, dass derjenige, der sich die Credits anschaut, auch noch was bekommt, womit er was anfangen kann. Das war gerade eben eine Voice-Nachricht vom Joker. Das hat man gehört. Das war der englische Sprecher eben einfach davon. Um kurz ein paar Zeilen daraus zu übersetzen. Er hat gerade eben gesungen, dass Batman sozusagen sein Schicksal ist. Der Einzige, das ist wahrscheinlich eigentlich ein Liebeslied. Und dass, wenn er seine Hand hält, die Magie verstehen kann, die er ausübt. Und all solche Sachen eben. Und das zeigt eigentlich schon wieder gut diese Abhängigkeit vom Joker. Um nochmal kurz dazu zurückzukommen, was ich gerade eben eigentlich erklären wollte. Wir werden uns gleich vielleicht noch ein bisschen im Menü rumtreiben, aber das hier wird die letzte Folge von Batman Arkham City sein. Nehmt mir das nicht übel. Ich bin als Let's Player zwar bedacht, das Spiel zu zeigen, aber bei so einem Open-World-Spiel ist mir eigentlich das Anliegen, dass auch wirklich die Entwickler was davon haben, dass ich hier dieses Let's Play mache. Und ich habe es ja schon mehrmals erwähnt, Batman Arkham City ist für mich das Spiel 2011 und mit Abstand eines der großartigsten Spiele, das ich bisher gespielt habe. Und wirklich ein Spiel, das aus dieser grauen Masse, die wir inzwischen an massig AAA-Titeln haben, die auf dem Markt sind, wirklich heraussticht, ja. Ein Spiel mit einem künstlerischen Anspruch, ein Spiel mit verschiedenen Nebenmissionen. Und ich werde mir das jetzt einfach mal rausnehmen, dass ich die weiteren Nebenmissionen, die verschiedenen, wie gesagt, es gibt auch noch welche, die tatsächlich auch Hinweise auf einen weiteren Teil bieten, dass ich die ohne Aufnahme spielen werde. Das heißt, ich werde mir die irgendwie selbst geben und werde die nicht mehr weiter im Let's Play zeigen, sondern euch jetzt einfach mal dazu auffordern, dass, wenn ihr wirklich Bock habt, weiterhin Arkham City zu sehen, dass ihr dann leider mal auf meine Stimme verzichten müsst und euch das Spiel wirklich besorgt. Weil das hier ist wirklich das erste Let's Play, bei dem ich komplett von dem Spiel sagen kann, dass mich absolut nichts enttäuscht hat. Dass das Spiel wirklich, ja, was Besonderes ist und etwas, was sich jeder eingestandene Gamer und vor allem jeder, der irgendwie einen gewissen künstlerischen Aspekt auch in Spielen sucht, geben sollte. Es hat eine unglaublich dichte Atmosphäre, es hat wirklich eine Geschichte, die mitreißt, es hat Charaktere, die gut ausgearbeitet sind, es hat dieses unglaublich geniale, geile Batman-Universum, das man einfach in keinem anderen Spiel so findet. Es ist wirklich,
was ja auch noch wirklich mal zu bemerken ist, dass das hier eine Franchise-Transportierung ist von einer vorhandenen Marke, die verdammt gut ist, ja. Wenn man sich die ganzen anderen Spiele anschaut, Spider-Man, Superman, die kann man getrost in die Tonne kloppen. Da kannst du dir wirklich nichts länger als 10 Minuten geben. Das hier hat es geschafft, sich über Spiele, die wirklich nur als Spiele existieren, hinauszusetzen. Das Ding hebt sich ab. Und inzwischen ist das Spiel auch tatsächlich schon bei 6 Millionen Verkäufen angelangt, was mir nur zeigt, dass es auch wirklich Leute gibt, die diese künstlerische Seite an Spielen noch sehen und akzeptieren. Und deswegen appelliere ich da jetzt einfach an euch, dass ihr mir das hoffentlich nicht übel nehmt, wenn wir in diesem Let's Play nichts mehr an Nebenmissionen und so weiter und so fort zeigen. Ich hätte noch 2-3 Stück recht gerne gemacht, die Bane-Mission zum Beispiel und auch die Mission mit Zaz. Die hätte man sehr wohl noch erledigen können, aber es hat sich jetzt einfach nicht mehr ergeben bei dem Finale. Und ich fände das irgendwie doof, wenn ich jetzt hier die Finalfolge hochlade und danach dann irgendwie noch 2-3 Folgen kommen. Das gibt diesem Let's Play nicht den Abschluss, den es vielleicht auch verdient hat. Weil das war mit so einem Let's Play, in das ich wirklich sehr viel reingesteckt habe. Ich habe mich auf Arkham City unglaublich gefreut nach einiger Zeit. Hab zwar in Arkham Asylum damals gesagt, hey, Arkham City, das machen wir nicht. Ich möchte mich nicht auf ein Projekt zu sehr fixieren und hab mir dann auch gedacht, okay, als kleine Überraschung wird das durchgezogen. Anfangs habe ich mir gedacht, okay, das kommt eigentlich gar nicht so krass an, wie ich es erwartet hatte, aber inzwischen hat sich das dann von Folge zu Folge so ergeben, dass wirklich viele Leute dem Projekt gefolgt haben und dass viele Leute sich gefreut haben über das Let's Play und auch wirklich dabei hangen. Und das fand ich wirklich eine coole Sache, weil es eben auch wirklich ein Spiel ist, bei dem sich das vielleicht gelohnt hat. Und auch wenn ich nicht so schnell dran war, ich war zwar einer der ersten mit der PC-Version, ich habe das direkt zum Release hochgeladen, aber davor ja schon die Konsolenvariante draußen, haben es sich doch einige angeschaut und darüber bin ich doch recht froh. Was wollte ich gerade eben noch sagen? Ja, das Projekt hat wirklich teilweise schon sehr viel von mir abverlangt, rein aus dem Grund, weil eben die technische Seite mich sehr gestört hat, diese ganzen Lags und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich möchte mir innerhalb dieses Jahres einen neuen PC kaufen. Das habe ich schon auf Facebook erwähnt. Also wer mich weiterhin verfolgen möchte bei den Let's Plays und nicht nur wegen dem Let's Play jetzt dazugekommen ist, es wird hoffentlich irgendwann besser werden mit den weiteren Projekten. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, ob ich irgendwie das Geld dazu in 2 Monaten habe oder in 3 oder in 4 oder in 5. Das hängt ja ganz davon ab, wie viel man eben verdient und da eben macht und auch ansparen kann. Und dann wird es vielleicht sogar das nächste Batman-Projekt geben. Was heißt, wird es vielleicht? Hier kann ich euch ganz sicher sagen, sollte nochmal von Rocksteady Studios ein weiteres Batman-Spiel rauskommen, werdet ihr das definitiv auf meinem Kanal finden. Das kann ich ganz, ganz sicher sagen. Weil ich einfach inzwischen so überzeugt von diesem Studio bin und so überzeugt von dieser großartigen Arbeit, die die machen und auch von Batman an sich, dass ich mich einfach nur wirklich darüber freuen kann, dass es dieses Let's Play gibt, auch wenn ich 3000 Mal irgendwie nachspielen musste und mir da wirklich den Arsch aufgerissen habe, um irgendwie coole Folgen für euch rauszuhauen und dann irgendwie innerhalb von einer Woche wirklich jeden Abend da mir mein Let's Play angeschaut habe, um das wirklich genau noch nachzuspielen und mich da hin und her geschlagen habe, um das irgendwie hinzubekommen. Auch ich glaube, ich habe noch nie ein Let's Play so regelmäßig täglich hochgeladen, wie ich das in gewissen Bereichen hier gemacht habe. Also das kam ja jetzt wirklich hier, seit die Pause dann wieder vorbei war, gab es ja jeden Tag eine Folge Batman Arkham City, hoffe ich mal, ich kann es noch nicht bestätigen. Und das hat sich hoffentlich alles für euch gelohnt. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt. Ich hoffe einfach, ihr habt das mitgenommen. Und jetzt können wir noch so ein bisschen nebenher vielleicht auch noch machen wir noch ein paar philosophische Ansätze, reden wir noch so ein bisschen über das, was gerade eben eigentlich passiert ist, weil Batman noch diesen Satz gebracht hat. Weißt du, was eigentlich komisch ist? Willst du mal was wirklich Komisches hören? Bei allem, was du getan hast, ja, er hat die einzige Liebe seines Lebens, wollte er umbringen oder hat sie umgebracht. Ja, sie ist ja eigentlich tatsächlich gestorben. Das kann man ja so sagen. Er hat Menschen getötet, Joker hat unglaublich viele schlimme Dinge getan. Bei all diesen Sachen hat Batman ihn trotzdem gerettet. Und das ist eine Sache, die, wie ich finde, Batman wirklich ausmacht. Er tötet niemanden. Er ist extrem... Ich weiß nicht, ob man da wirklich von Demut sprechen kann, aber er ist einfach jemand, der das nicht getan hätte. Und ich glaube auch, dass er wirklich diese Beziehung, die der Joker immer so spaßeshalber rausbringt, das gehört vor bei diesem Lied, dieses Only Juhu. Hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass Joker das zwar spaßeshalber transportiert, aber er meint das zwar im Spaß, aber ich denke, dass er das ziemlich ernst meint mit diesen Zeilen, die er hier am Ende von den Credits gebracht hat. So homosexuell das jetzt vielleicht auch für manche Leute von euch klingen mag, aber es gibt auch so Dinge wie platonische Liebe, wollte ich mal so nebenbei hier kurz anmerken. Und ich glaube so ungern, dass Batman auch zugeben würde, Joker ist für ihn schon eine Sache, die eine gewisse Abhängigkeit bedeutet. Und man hat am Ende auch gemerkt, Batman hat nichts mehr gesagt. Er hat Joker rausgetragen, wie jemanden, bei dem man wirklich richtig trauert, wenn er stirbt. Er hat ihn so versteht ihr, in dieser Position, wo man halt jemanden nah an sich dran hält, hätte ihn auch irgendwie rausziehen können, wenn er Verachtung für ihn empfinden würde, aber hat er nicht. Und er hat nichts mehr gesagt, er hat Joker auf dieses Auto gelegt und ist gegangen. Und das war absolut alles. Übrigens hoffe ich, dass nach diesen Credits vielleicht noch irgendwas kommt, das hatten wir in Arkham Asylum auch, da kam dann nochmal irgendwie Killer Croc und hat hier dieses Titanium, was war das? Das war nicht Titanium, das war Tantrum, nee. Hat das dann noch irgendwie mitgenommen und...
Croc ist gar nicht aufgetaucht, aber ich glaube, man kann ihn sehen. Man kann auch nochmal Scarecrow treffen. Das habe ich alles schon mal in den Kommentaren oder per Nachrichten gelesen. Da freue ich mich schon drauf. Ihr werdet leider nicht dabei sein, aber ich hoffe, dass ihr mir das wirklich jetzt nicht ankreidet. Ich möchte einfach für das Let's Play einen würdigen Abschluss schaffen und ich finde, das wäre alles nicht so bombastisch und so zusammengefasst und so emotional, wenn ich jetzt irgendwie nochmal anfange, hier irgendwelche Nebenmissionen aufzunehmen. Das wäre zwar vielleicht für euch recht cool, aber vielleicht kann ich so auch wirklich für 1, 2, 3 mehr Verkäufe von Batman Arkham City sorgen, weil das ist ja mit auch so ein Ding, das ich in Let's Plays immer wieder erwähne. Das ist hier keine extreme Werbung, die ich mache. Wenn ein Spiel schlecht ist, dann würde ich auch sagen, dass es schlecht ist, das ist ganz klar. Aber Batman Arkham City ist wirklich ein Ding, was diese extreme Werbung von meiner Seite aus verdient hat. Ich verbürge mich quasi wirklich als Let's Player für dieses Spiel und das hat man ja, glaube ich, auch gesehen, dass es wirklich Momente gab in dem Spiel, wo ich mal für einen Moment gar nicht mehr wusste, was ich sagen sollte oder wo ich angefangen habe, teilweise ein bisschen zu stottern sogar, weil es einfach so dermaßen krass war. Ich habe wirklich vorher bei dem Finale, ich hoffe, man hat sich irgendwie gemerkt, durch das Mikro habe ich teilweise richtig angefangen, ein bisschen schwer zu atmen. Und wenn ein Spiel das hinbekommt, dass ich jetzt gerade eben lächelnd vor dem PC sitze und von den Momenten erzählen kann, sehr geil fand ich auch diesen Rückblick, wo man irgendwie, es hatte so eine gewisse Ironie. Es gab auch zum einen dieser typische Rückblick, wo erklärt wird, wie der Bösewicht das alles gemacht hat, diese falsche Joker-Nummer, aber zum anderen hat es auch so ein bisschen diese Wirkung von so einem, die schönsten Joker-Momente Rückblick gehabt, ja, weil er irgendwie so, in dem Moment dachte man ja, er ist tot und da... Ja, es ist wundervoll. Ganz ehrlich, es ist ein wundervolles Spiel. Man kann einfach nicht mehr dazu sagen. Ich kann es nur jedem empfehlen und ich hoffe, dass mein Gelaber hier jetzt nicht zu sehr auf Granit stößt und man irgendwie sagt, Kedos, du machst mir schon fast ein bisschen zu viel Werbung für das Spiel. Ich bekomme dafür nichts von den Entwicklern direkt. Also klar, ich verdiene mit meinen Videos Geld, aber da hätte ich auch irgendein anderes Spiel nehmen können. Aber ich verbürge mich für dieses Spiel hier gerade eben wirklich. Es ist meine Empfehlung 2011. Das Let's Play ging zwar in 2012 rein, aber ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr irgendein Spiel geben wird, was das übertrifft. Alan Wake vielleicht, das ja für den PC kommt, da habe ich unglaublich Bock drauf, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich... Ich kenne das Spiel ja schon in gewisser Weise, Alan Wake habe ich ja schon viel von gesehen. Ich glaube nicht, dass es an Batman Arkham City rankommt. So sehr das mir auch leid tut vielleicht. Ich denke nicht, dass jemals noch irgendein Spiel so krass an Batman Arkham City rankommen wird. Für mich jedenfalls. Da haben wir übrigens nochmal Only You and You Alone by Buck Ram and Andy Rand published by Screen Gems, Emmy Music, Inc., was weiß ich was und so weiter und so fort, von dem Joker wohl nachgesungen, oder? Ich denke mal. Used by Permission. Ich hoffe, das wurde auch für mich benutzt by Permission. Das werdet ihr gleich sehen, ob das Video halt online ist oder nicht. Nicht, dass ich da noch irgendwelche Probleme bekomme. Ah, da ist jemand Dan Didio. Es gibt ja auch jemanden, über den sich immer so ein bisschen lustig gemacht wird, der hier mitgewirkt hat. John Gay heißt er, glaube ich. Also da gibt es immer wieder, du hast John Gay in Credits. Unglaublich witzig. Ah, das sind lange Credits hier, hey. Boah. Und nein, diesmal werde ich die tatsächlich durchlaufen lassen. Bei Arkham Asylum habe ich da schon ewig gelabert, aber hier werde ich diese verdammten Credits durchlaufen lassen. Egal, ob ich irgendwann nichts mehr zu reden habe, ich werde die nicht ausfaden lassen, so anstrengend das vielleicht für die Leute ist. Und ich bedanke mich ja auch jedes Mal bei den Leuten, die diese Credits durchschauen. Einfach weil, vielleicht liest man sich ja nicht jeden Namen durch, aber die Leute, die ja mitgewirkt haben, die sollen schon so ein bisschen geehrt werden. Auch wenn die hier jetzt vielleicht nur indirekt mitgewirkt haben, hier Publicity und sowas. Aber das sind auch Menschen, die bestimmt wichtig für das Spiel waren. Ja, Ron Peraza und Zue Poya und Nick Napolitano. Das ist ja mal ein geiler Name, Nick Napolitano. Schon beinahe irgendwie so ein bisschen, ne? Ein bisschen künstlerisch. Bob Wayne, haben wir jemand aus der Wayne-Familie. Und Kevin Kinnery. Steve Corte, Andrea Associate, Online-Technology-Plattform. Da kommen auch die Leute vom Online-Verein. Ja, David Silverstein. Gibt auch eine Band, die heißt Silverstein. Ist teilweise nur zu empfehlen, gerade eben, wenn man eine emotional schwer depressive Phase hat. Ich bin mir jetzt auch sicher, Batman sitzt jetzt auch in seinem Anwesen und hört Silverstein. Übrigens noch ein kleiner Ausblick, was ich ja anbieten würde. Also das kann ich jetzt mal kurz spoilern. Wurde ja auch, glaube ich, schon im Badcast erwähnt, dass diese Anspielung, die anscheinend in der Nebenmission auf eine Fortsetzung zu sehen ist, irgendwie darauf hinweist, dass die Fortsetzung in Gotham City spielen könnte. Und das wird ja wirklich spannend, weil es wäre mal wirklich eine Herausforderung, es ist wirklich eine Herausforderung für die Entwickler, wenn sie mit Zwischensequenzen einbauen würden, wo man Bruce Wayne erlebt. Also es ist natürlich mit was, dass man hier nur Batman spielt, das ist auch so eine gewisse Abgrenzung, ja, aber das wäre wirklich eine Herausforderung. Ich bin mir sicher, das Team könnte das noch hinbekommen, ich weiß nicht, ob es das Spiel zerstören wird, das ist ein sehr, sehr gewagter Ansatz, den man damit reinbringen könnte, wirklich noch das Leben von Bruce Wayne zu zeigen oder mal Alfred, ja, man könnte mal mit Alfred irgendwie so ein bisschen den Butler-Simulator 2012 in Gotham City raushauen, den würde ich sogar ganz ohne Scheiß kaufen, den guten Batman Bruce Wayne Butler Simulator mit dem guten Butler. Na? Tim Trombley, Amon Suit, Mark Bonacera. Oh, una Bonacera. Voy a hablar españoles. Español, nicht españoles.
CompuCom Games, da machen eine Diener drin, ich weiß es nicht. Aber die lassen wir einfach auch noch durchlaufen. Hätte das Ganze vielleicht ein bisschen vorschulen, ich drücke mal die Taste nach unten. Nee, ich könnte zurückgehen, aber wir lassen das noch ablaufen. Vielleicht gibt es ja am Ende noch was Interessantes für uns. Eine kleine Zwischensequenz, die uns vielleicht noch einen Hinweis auf die weiteren Entwicklungen von Rocksteady Studios gibt. Studios, Schwäbisch, Studios natürlich. Ich bin auch wirklich gespannt, also Rocksteady Studios, die habe ich jetzt eindeutig im Auge. Ich habe die wirklich davor noch nie gekannt, von Arkham Asylum auch nichts gehört. Inzwischen, wenn man ja an der Gamebranche ein bisschen redaktionell tätig ist, was ich ja mit Let's Plays auch bin und auch mit den Reviews, die ich irgendwie teilweise bei so dubiosen Redaktionen wie Game Insight mache. Das sind ja alles so Sachen, wo ich mich ja natürlich daran beteilige und auch auf der Gamescom rumdackel und sowas, wo ich damals Arkham City nicht anspielen konnte. Und ich bin eigentlich, ich finde es nicht mal schlimm, also bin ich wirklich recht frisch an das Spiel hier rangegangen. Also von dem her, vielleicht auf der nächsten Gamescom irgendwie angehen. Oh, Jeffrey Wollerson, Halbhuber. Halbhuber. Wie spricht man sowas auf Englisch aus? Ich weiß es nicht. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Also Rocksteady Studios, das sind so Leute, die kann man wirklich im Auge behalten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch, weil sie ein vorgegebenes Universum hatten, so gut funktioniert hat mit den Batman-Spielen. Aber die haben wirklich großes Potenzial, noch so einiges auf den Markt zu bringen, weil Arkham Asylum und Arkham City sind mit Abstand die gepolsten und besten Spiele, die ich, wie gesagt, in den letzten... Also von den Neuerscheinungen sind das die besten Spiele. Ich spiele nicht extrem viele Neuerscheinungen, das muss ich dazu sagen. Einfach auch, weil ich wirklich hauptsächlich die Spiele spiele, die ich eben auch Let's Playe. Das versuche ich schon so ein bisschen zu ändern, dass ich mir wirklich auch mal Projekte ohne Let's Playen anschaue. Da habe ich aber wirklich das Gedanken, dass ich irgendwie aus jedem ein Projekt machen will, wenn ich was zock. Ich rede einfach inzwischen unglaublich gerne. Dazu sieht man ja allein, dass ich mir gerade Credits anschaue und die einfach irgendwie zu palaver. Nongdon Sora Kaibam. Das ist auch ein schöner Name. Oder Abhijit Jafke Edgar. Das kann man echt nicht aussprechen. Nichts gegen die Namen oder die Kulturen, aber es ist einfach schwierig, das auszusprechen. TT Games, oder Table Tennis Gamer Games. Gruß an den Kevin hier an der Stelle. Und zurück zu Rocksteady Studios. Also, die werde ich im Auge behalten, was die noch so rausbringen. Und da werde ich auch sicherlich mal schauen, dass ich vielleicht jedes der ihrer Spiele jetzt play, weil das kann ich jetzt schon als mein Lieblingsentwicklerstudio bezeichnen derzeit. Einfach weil die Spiele grandios sind. Übrigens hätte ich mir ein bisschen epischere Musik in den Credits gewünscht. Ich meine wirklich dieses... Das kennt ihr ja. Das habe ich glaube ich auch mal... Habe ich das noch in meinen Favoriten drin? Ich weiß nicht. Also das kommt in den Arkham Asylum Credits, die ich übrigens stylischer fand als das hier. Das muss ich leider dazu sagen. Auch wenn das hier natürlich jetzt irgendwie die melancholische Stimmung über den Tod von unserem Grinsemann, dem Joker, ausdrücken soll. Da reibe ich mir die Hände. Wow, vielleicht können wir Feuer machen. Noch für zwischendurch. Und da haben wir noch die Localization Testers in Deutschland, war das Tarik Athis. Spricht man das so aus? Ich hoffe es doch mal. Gruß an dich, Tarik. Du warst der deutsche Tester. Und da geht das immer weiter. Japanese, Manami, Mai. Hä? Komm, mach mal ein bisschen schneller. Latin Spanish. Die sollte mir vielleicht mal in Spanisch ein bisschen Nachhilfe geben. Brasilian Portugiese. Und das war es jetzt auch wirklich hier mit den Testern der verschiedenen Sprachen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir nochmal irgendwas bekommen und ich nochmal die Klappe halten darf, bevor ich euch hier wirklich und endgültig aus Arkham City zurück in das reale Leben entlasse. Das ist gar keine Nebenmission gezeigt, Kedos. Ja, ich habe es vor 10 Minuten erklärt. Hör einfach bitte nochmal kurz hin. Speedtree. Naja, Geschwindigkeit war was anderes im Spiel. Die Lex hat man ja ab und zu. Physics, auch sehr schön, hat sich bei dem Spiel hier wirklich gelohnt. Möchte ich mal dazu sagen. Neues Spiel Plus freigeschaltet. Stell dich erneut im Story-Modus diesmal mit sämtlichen Ausrüstungsgegenständen und Verbesserungen, die du bereits gesammelt hast. Du wirst die allerdings auch brauchen. Denn dies ist die ultimative Herausforderung. Du wirst von Beginn an mit besseren, bewaffneten, schnelleren Gegnern konfrontiert und das ohne Kontersymbole. Wichtig, neues Spiel Plus ist ein separater Spielmodus, auf dem man... Okay. Ja, das klingt ja wirklich richtig, richtig klasse und toll. Du kannst ja runtergeladene alternative Bekleidung für Batman jetzt in der Hauptgeschichte und bei Neues Spiel Plus tragen, weder in alternative, nachdem du das Spiel vom Hauptmenü aus gestartet hast. Gibt's nochmal irgendwas? Ah, den typischen Ladebildschirm, ein letztes Mal, oder? Na, nicht dein letztes Mal. Das dachte ich mir schon fast. Zeit, meine Sachen einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden. Hey! Wir dürfen noch mal ein bisschen Catwoman spielen und wisst ihr was? Ich pack das alles in eine Folge. Das wird mir mal wieder ewig Upload-Zeit kosten, aber es gibt tatsächlich noch mal ein bisschen Content für euch. Dank der Bonusmission, die wir hier durch Catwoman haben. Gehen wir noch mal so ein bisschen durch Arkham City. Danach tampeln wir ins Menü rüber, aber das zeige ich euch jetzt noch, weil wir haben die Catwoman-Mission schließlich auch angefangen. Das haben wir zwar auch mit den Bane-Missionen gemacht, aber da ist das nur so ein kleiner Teaser gewesen, aber da die Catwoman-Missionen von Anfang an dabei waren in meiner Mission, machen wir das jetzt noch. Das gönne ich euch jetzt noch.
Dafür möchte ich dann aber auch mal nochmal so einen kleinen Applaus in den Kommentaren. Da bettle ich jetzt alle zwei Minuten rum. Apartment betreten. Home sweet home. Oh, ja, Kästchen. Oh. Das ist ja jetzt wohl ein Witz, nicht noch ein Tod. Ist sie tot? Sekunde, sie wacht auf. Verdammt, was machen wir jetzt? Leg sie auf noch die mal Fresse kriegen, Arkham verdammt City noch mal. Was Flammen fällt aufgehen. Euch eigentlich ein? Ja, Arkham City ist schon in Flammen aufgegangen. Ey, ihr seid doch wirklich nicht mehr zu retten. Nicht mehr zu retten, ganz ehrlich. Das fasse ich ja gerade eben echt nicht. Ey, wäre jetzt wirklich Catwoman noch gestorben? Ich hätte einen totalen Kollaps gekriegt, emotional. Das kann man ja nicht bringen, ja? Ich habe mir auch schon gedacht, wäre das irgendwie auch passiert, wenn wir damals gegangen wären? Weil wir machen jetzt das eigentlich, was man gemacht hätte, wenn man gegangen wäre. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie. Er ist im Museum, okay? Danke. Nicht zu fassen, ey. Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal Manieren beibringen. Ich weiß es nicht, ob ich das mit der zerschlissenen Kleidung gerade eben sexy finden könnte. Diskussion in den Kommentaren, das ist das Finale, aber diskutiert ruhig nochmal über die Frauen aus Arkham City. Und ob ihr die Kleidung von Catwoman sexier findet oder nicht, das gibt jetzt wieder 300 Kommentare zur Kleidung. Ist ja wirklich so, dass kommentartechnisch die Folgen, in denen ich diese Fragen gestellt habe, am erfolgreichsten sind. Das ist krass. Hi. Oh, Moment, haben die Waffen? Vorsicht, Catwoman! Nee, die haben keine Waffen. Ich mach das jetzt einfach mal, so wie ich das gerne tue. Es ist Catwoman! Töte das Miststück! Ja. Kann ich eigentlich schon mal eine neue Kombo machen, hier außer diese geilen... Oh, das war ja cool. So, hier nochmal, gib mir mal ein R. Geht nicht. Das geht immer noch. Ist das Museum nicht sowieso schon völlig im Anus? Schau ich das doch mal an. Ich meine, ist ja nicht so, dass das auch irgendwie ganz aussieht. Ah, das war jetzt doof, aber er hat eine 45er-Kombo, ey. Lass dich nicht zerschneiden, Kätzchen. Oh, jetzt wäre das wirklich sinnvoll gewesen, das noch abzugraden. Aber Hammer verpennt. Hammer verpennt. Aber wie viele das sind. Na, vielleicht bekommen wir noch irgendeinen Stufenaufstieg zusammen. Wäre ja möglich. Und jetzt gibt's hier nochmal schön Schenkel ins Gesicht. Und Tritt. Wo ist denn Two-Face? Moment, gib mir mal die tolle Karte hier. Ach, da unten ist das Museum. Der ist im Museum, stimmt. Ich dachte irgendwie, der wäre hier im Gerichtsgebäude. Das würde ja mehr zu ihm passen, aber das wurde ja gesprengt. Völlig verpennt hier. Dann machen wir das mal schnell. Das wird wirklich ein langes Finale, aber das ist auch, wie gesagt, das ist eigentlich der Abschluss, den ich mir für das Projekt wünsche. Das ist, denke ich, auch wirklich ein guter Kompromiss hier zwischen den Nebenmissionen, dass wir eben die Catwoman-DLC-Mission noch fertig spielen, weil die hat ja vielleicht auch nicht jeder, das kommt ja darauf an, ich weiß nicht, ist die standardmäßig bei der PC-Version dabei gut möglich, aber wenn ihr euch eben eine Konsolenvariante kauft, dann müsst ihr die, glaube ich, dazu kaufen. Deswegen ist das, denke ich, ein ganz guter Kompromiss, um hier noch Content zu zeigen, den ihr vielleicht auch nicht bei eurer Version bekommt, den ich noch kommentiere. Und einem guten Abschluss, einem tollen Finale, weil so haben wir jetzt beide Finale von Catwoman und allem drum an in einem. Deswegen denke ich, kann man jetzt hier so wirklich mit leben. Mit einem jetzt wohl, ja, ich weiß nicht, wie lange das noch gesamt... Oh, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich bin in der Luft tot. Also ich denke, das ist einfach nochmal ein ganz guter Kompromiss. Ja, wenn man hier jetzt wirklich ein längeres Finale hat, länger als die regulären Folgen. Und das Urteil lautet... Tot. Mit Two-Face und den anderen Charakteren und wirklich mit einer extra Nebenmission. Und die anderen Nebenmissionen könnt ihr euch dann auch selbst anschauen. Also da will ich jetzt eigentlich auch wirklich kein Gemecker mehr haben. Da werde ich jetzt auch aufhören, mich zu rechtfertigen. Vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen. Aber ich möchte es euch ja auch wirklich recht machen. Aber ich finde, das ist gerade wirklich ein cooles Finale. Ich habe auch gerade wirklich richtig, richtig Spaß dran. Einfach jetzt nochmal so ein bisschen mit Catwoman durch die Gegend zu rennen. Das kann auch daran liegen, dass ich morgen erst um 9 Uhr Schule habe. Deswegen könnte ich das Ganze jetzt hier auch in Ruhe aufnehmen. Das sorgt mit so für gute Laune. Nur 2 Stunden, Leute. 2 Stunden. 2 Stunden, keine Mittagsschule, kein Nix. Und es ist morgen Freitag. Geht das besser? Das geht nicht besser. Kannst du mal bitte ein bisschen schneller laden? Hey, lade schneller, mein Freund. Lade schneller. Lade schneller.
Every day I'm shuffling. Ja, es ist Dubstep mit meinem Rachen. Ist top. Oh, alles nochmal. Das klingt ja nach was. Okay, dann werde ich das diesmal jetzt ein bisschen schlauer machen. Und zwar, indem ich hier kurz mal diese Sicht einschalte, damit ich auch sehe, wo die Typen sind. Namen an Stellen, über die ich mal nachdenken will. Wie pervers. Hopp. Die Peitsche ist aber auch wirklich lang, ey. Wo kann man die denn kaufen? Nein, ich möchte jetzt keine Links per private PM zu irgendwelchen Domina-Anfänger-Shops. Tja, ich bin halt gut. War ich schon immer. Zu früh. Ich krieg das wirklich nicht hin mit dem Springen. Also jedenfalls nicht so, wie man es wahrscheinlich hinbekommen soll. Ah, Moment, das geht so. Zack, zack. Ah, hey, jetzt habe ich es langsam mal gecheckt. Da gibt es ja Kreise. Das sind einfach nur Quicktime-Events. Catwoman ist hier! Wenn ich übrigens was drauf habe, dann sind es Quicktime-Events, ja. Dazu nochmal eine kleine Empfehlung auf mein Fahrenheit-Let's Play. Da bin ich auch gut in Quicktime-Events. Sagte ich doch! Catwoman! Deswegen mag ich auch das Kampfsystem so sehr von Batman Arkham City, weil es tatsächlich mal was ist, worin ich Skill habe in solchen Spielen. Also du wirst hier sterben, bis annähernd still. Skill. Also es war ja wirklich, also Batman war eigentlich auch kein Projekt mit schlechtem Gameplay, möchte ich mal behaupten. Wir sind zwar ein paar Mal gestorben, aber wenn man denkt, dass wir auch auf normal spielen, ist das jetzt nicht so schlecht, weil ich kommentiere auch immer noch gleichzeitig. Aber das habe ich ja schon oft genug erklärt, da gibt es ja auch inzwischen einen ganzen Podcast darüber, wie das denn so abläuft mit Fehlern in Let's Plays und allgemein mit YouTube-Videos. Catwoman muss vorsichtig sein. Es ist Catwoman! Ja, ich muss vorsichtig sein, habe ich schon gehört. War da gerade Nora? Was macht die hier? Schon Einbildung hier, ey. Ah, lass mich mal hier bitte irgendwo hoch. Das fände ich ein bisschen cooler, als dass ich mich jetzt irgendwie noch verkapsel. Hier schneit es rund um die Uhr. Schönen Dank, Mr. Freeze. Schönen Dank, Mr. Freeze. Boah. Das reicht, es kotzt mich an, hier rumzustehen. Ich breche jetzt die Kiste auf und sauf das Kann die eigentlich auch die Titanwälder zerstören? Sind die immer noch markiert? Nee, ja, sind sie nicht. Was wird denn schon Großartiges passieren? Werd mal nicht übermütig. Batman verpasst dir einen Tritt und du verrottest in einer Gefangenenstadt. Du bist ja ein Scherzkeks. Scherzkeks. Völlig falsche Richtung, Kumpel. Da hinten müssen wir hin. Da ist auch das Gerichtsgebäude. Wirklich früh gecheckt. Perfekt. Und hier jetzt schön hoch. Und das war nicht perfekt. Das war zu spät. Das war zu spät. Alles zu spät. Sind da gerade irgendwelche Typen oder check ich das nur nicht? Wonder Tower? Konnte noch nie. Vorsicht! Catwoman! Kampf ausschalten. Das ist Catwoman und nicht Batman! Töt! Wow, 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 mein Freund. Das kannst du aber nicht bringen hier mit deinem tollen Schild. Was ist denn das hier? Die hat ja gerade eben einen Köpfe nach vorne gemacht. Warum hat der so eine kaputte Hose? Egal, rein in das Gerichtsgebäude und jetzt schnapp ich mir den Two-Face hier, den ollen Brandgeschatzten. Ist der Brandgeschatzten? Nee, der ist Brandgemarkt. Brandschatzen ist was anderes. Das ist, wenn man was abbrennt und danach schatzt, also klaut. Ja, ich bin gespannt. Oh, der T-Rex bewegt sich irgendwie. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Catwoman. Hast du die Menge an Kinderspielzeugen gesehen? Hast du die Menge an Obst gesehen? Ja? Hast du den Platz gesehen? Hast du die Menge? Hast du die Menge an Ausrüstung gesehen? Das bleibt so, wie es ist. Halt, stopp! Hoffentlich regnet es mittlerweile über. Jetzt habe ich wirklich noch eine Andreas-Imitation gebracht, ey. Catwoman! Catwoman! Yeah, there you have it, my friend. Catwoman is in the hood. Und wird nicht mehr gehen, ey. Aber wird hier gerade eben aufgeschlitzt von allen Seiten, dass auch nicht so schön ist. Aber ich war gerade eben so begeistert von meiner Andreas-Imitation, dass ich jetzt hier nicht mehr weitergehen wollte. Du wirst schon bald um Gnade. Naja, ich frage mich, ob ich wirklich um Gnade bin, so wert, wenn man hier meine tollen Breakdance-Künste betrachtet. Dann vermute ich da eher anderes. Gibt's noch irgendwas hier, den da. Ah, das hätte es aber auch noch können, Schatzi. War's das jetzt? Ja, das war's tatsächlich. In der Tat. Das war keine In der Tat, das war eine Arab-Tat. Oh, der war ja super lustig.
Na, als was haben wir uns denn verkleidet? Als Pinguin. Verpiss dich! Oh, tja, wenn du drauf bestehst. Oh, bevor ich's vergesse. Wenn du nochmal so mit mir redest, erlebst du, wie sich ein armes kleines Vögelchen fühlt, das von einer Katze zerfleischt wird. Bitte tu mir nichts! War nicht so gemeint! Klingt schon viel netter. Siehst du, du kannst auch nett sein, Oswald. Wir sehen uns. Ja, er kann auch nett sein, der kleine Oswald. Boah, die macht ja so schöne Räder. So eine tolle Frau. Jetzt mal schauen, wo sich hier Two-Face versteckt hat. Ich finde, das Museum ist auch immer noch eine der geilsten Locations, die wir hatten. Ja, ich habe den Boss noch nie so fröhlich erlebt. Das ist ja viel auf einmal, aber egal. Hui! Catwoman ist hier! Na, ihr Muschis, ihr Ollen. Alles klar bei euch? Wow, 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 wow. Ey, gebt euch mal den Shit. Und jetzt mal kurz den hier. Tja. Scheiße, was? Kitty, Caddy. Nochmal kurz den hier gemacht, einfach nur, um alles irgendwie so ein bisschen aufzuhalten. Und das hier passt gerade nochmal schön rein. Ja. Lass doch nicht dir zuerst brechen, ha? Und das hier auch, weil da haben wir gerade wieder dieses tolle Schilderproblem. Ah, jetzt wurde ich gerade tatsächlich einmal getroffen, aber bisher nur einmal. Ich denke doch, das ist immer wieder eine sehr gute Balance. Und ich habe wirklich das Kampfsystem langsam passiert und das Blocken wird auch immer cooler, wenn man das kapiert. Weil dann kann man wirklich 4-5 Leute auf einmal blocken und es gibt mehrere Informationen dafür. Hier schaue ich das mal an. Zack, 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 zack. Das ist wirklich verdammt cool. Wird nur manchmal kritisch hier. Oh, ein bisschen bei 34, ey. Ich zermal. Mal kurz den Move gemacht. War das alles? Da drüben haben wir noch einen. Tschüss. Ich wurde einmal getroffen bei irgendwie keine Ahnung wie vielen Typen. Wenn das mal nichts ist, meine Damen, wenn das mal nichts ist. Okay, die Tür haben wir ja da irgendwie auch schon geöffnet. Da steht auch noch so ein Pinguin rum. Räumen wir uns mal hoch, Rad nach oben. Und dann hier rein. Tür öffnen. Hier ist auch immer noch alles zugefroren von unserem Mr. Freezy. Von dem haben wir ja auch leider nicht die Frau besorgt, aber ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt, weil der hat uns ja total verraten, der wollte uns platt machen. Also aus Batman vielleicht, ja, da hätte man das machen können, aber trotzdem. Dafür war er mir echt nicht cool genug. Weil das war einfach nicht cool, was er gemacht hat. Er hat uns einfach belogen, ne? Und wenn mir so einem Typen schon wirklich helfen, dann finde ich das nicht cool. Und deswegen hätte ich den wahrscheinlich auch gleich weggelassen. Die nehmen wir noch kurz mit, für meinen Spielstand. Den ich dann schön in Ruhe die Nächte noch durchzocken werde, ohne mal zu reden. Bestimmt rede ich eh mit mir selbst. Dann könntest du doch eigentlich aufnehmen. Nee, man redet ja nicht mit sich selbst. Das würde man ja nicht machen. Also das wäre ja, nee. Also nee. Muss ich eigentlich überhaupt hier lang? Ja. Woher soll ich denn jetzt genau wissen, wo ich gerade eben lang muss? Ist das irgendwo genau definiert, genau erklärt? Irgendwo, nur im Ansatz so ein bisschen vielleicht, einfach damit ich weiß, was ich wohin muss, gehen muss. Kann sie eigentlich schwimmen? Dumme Frage. Damit hätte sich übrigens auch die Erklärung erlegt, dass Batman nicht schwimmen kann wegen seinem Anzug, weil sie hat keine Elektronik drin in ihrem Anzug. Können doch gar nicht damit umgehen, das schießt sich eine Frau. Deswegen springt sie auch nochmal ins Wasser. Ich will sie ja nur nass machen, damit sie wieder sauber ist. Ja, ich möchte ja nur, dass sie wieder sauber ist, wirklich. Was anderes möchte ich gar nicht. Zur Decke klettern, bitte. Oh, die macht das aber wirklich grazil. Weil eigentlich könnte man ja hier unten auch noch lang klettern. Oh, lass dich doch nicht fallen, Schätzchen. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind ja falsch. Deswegen slide ich mal so ein bisschen durch die Gegend. Ich könnte bestimmt auch gut Michael Jackson tanzen. Ist das jetzt falsch, wo ich gerade bin? Ah, okay. Ich hab's schon. Jetzt mal gucken, aber kriegen wir das denn wirklich als Batman auch hin, hier hochzugehen? Ja, kriegen wir hin. Batman konnte das natürlich nicht, weil... Warum denn auch?
Hier geht's also hoch, dann geht es mal darum. Geht es wieder nach Wonder City oder wie? Oh, verdammt. Da waren wir ja schon. Hä? Dinge, die ich gerade eben absolut nicht peile, dieses Spiel. Und ich glaube nicht ungerechtfertigt. Aber absolut nicht ungerechtfertigt, ey. Kampfarena, ja klasse, da sind wir ja drin. Ja, und hier muss es jetzt irgendwo den Two-Face geben. Der Two-Face, der sollte da irgendwo sein. Und genau zu dem wollen wir ja auch. Nur ist die Frage, die sich gerade eben stellt, wie? Es bietet sich ja nur dieser eine Weg da an, oder? Da ist eben das Wasser und es ist auch nichts mehr zugeeist und wir können nichts zueisen, weil wir hier nicht die Möglichkeiten haben, die Batman eigentlich hätte. Wir können es ja nochmal mit der Katzenvision ausprobieren. Das Ganze hier vielleicht so ein bisschen durchzuscannen. Sicher, dass wir da lang müssen? Oder vielleicht einfach nur so? Boah, Leute, das ist echt nicht einfach. Das ist jetzt mal wirklich, das ist ein würdiger Abschluss für das Let's Play, ne? So ein typischer Kedos hat keine Ahnung mehr, wo er lang muss. Situation. Guck mal, hier können wir noch hoch. Aber da kommen wir, glaube ich, nur zu einer weiteren Wittertrophäe und da will ich eigentlich nicht hin. Oder kommen wir da zu der Platte? Ja, man kommt da zu dieser Platte. Allerdings ist was sehr, sehr Lustiges passiert, denn wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Das Finale habe ich eigentlich gestern aufgenommen. Und mein lustiges, tolles Headset hat sich ein weiteres Mal gedacht, diesem Finale hier noch einen tollen Akzent zu verpassen. Ich bin ja dann so durch die Gänge gerannt, so lalalala, ich kommentiere irgendeinen Bullshit. Und dann habe ich gesagt, Mann, ich bin gerade eben super gut drauf. Und dann hat sich das Headset einfach von selbst ausgeschaltet, so wie es das ab und zu gerne mal macht. Ironischerweise gerade da, wo ich gesagt habe, dass ich super gut drauf war. Das Lustige an der Sache, was ich noch anmerken möchte, ist, dass ich wirklich dachte, dass dieses Headset in Verbindung mit Fraps meine kompletten, aber wirklich meine kompletten Aufnahmen gecrashed hätte. Und stellt euch das mal vor, wenn das ganze Finale, das jetzt im Blind kommentiert war, alles, was ihr gerade eben gesehen habt, weg gewesen wäre. Ja, einfach nur weg. Es waren Gott sei Dank nur 4-3 Minuten. Also die, wo wir hier eben diese Platte hochgelaufen sind und da diese Wintertrophäe geholt haben. Das können wir jetzt alles ja auch nochmal machen. Das ist kein Problem. Man geht dazu nämlich einfach hier schön rein. Und dann kann man sich direkt hier wieder hochhangeln. Und läuft dann da einfach durch die Gegend und holt sich die Wintertrophäe. So einfach ist das Ganze. Ich hoffe jetzt auch einfach mal, das Headset wird durchhalten. Bis zum Ende, also bis zum Ende von diesem wirklichen Finale. Und ich muss nicht irgendwie nochmal unterbrechen und das Ganze nochmal morgen aufnehmen, denn das wäre zu viel des Guten. Ich habe mir auch endlich jetzt für die neuen Projekte ein tiefes Studiomikrofon bestellt. Das heißt, alle weiteren Hauptprojekte werden, oder alle weiteren Projekte logischerweise, meine ganzen weiteren Produktionen werden in Studioqualität verfügbar sein. Und das ist wirklich das letzte Let's Play, das ich mit diesem Headset hier abschließen muss, das alle 2 Minuten abstürzt. So, dann schnappen wir uns mal die Typen da hinten. Einen Hai. Das ist noch gar. Wer hat Catwoman reingelassen? Das war wohl niemand, aber irgendwie schießt ihr mich gerade eben ab, was ich gar nicht mal so nett finde. Deswegen gibt's mal schön Füße ins Gesicht. Für Fußfetischisten ist das übrigens ein ganz, ganz tolles Spiel. Die haben da bestimmt ihren Spaß dran. Ah, da haben wir noch einen. Zack. Damit hätte sich das Problem auch mal erledigt. Und jetzt schnappen wir uns endlich Two-Face, der ja irgendwo da hinten drin stecken sollte. Mal hier nochmal schön so ein bisschen den Ausschnitt zeigen. Für die männlichen Zuschauer. Und da hinten haben wir ihn auch schon stehen. Wir können ja mal kurz ranzoomen. Oh, das sind ja lauter Two-Faces irgendwie. Hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. In Fetzen sprengen, okay. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Das wird jetzt wirklich schwierig, weil wir. Die Zukunft Arkhams! Ja, jetzt ist aber auch wirklich mal gut hier mit den tollen Ansagen. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten. Das Problemchen, das wir hier haben, ist, dass Catwoman nicht so viele Ausschaltungsmöglichkeiten hat. Ich weiß es.
Das wird jetzt wirklich nicht eine schwierige Sache hier. Das wird nicht einfach, meine Damen. Vor allem, weil hier natürlich auch durchgehend kontrolliert wird, wenn man sich das mal anschaut. Die zwei laufen hier immer in eine Richtung. Beziehungsweise schauen immer in eine Richtung und deswegen wird das nicht so einfach. Wir wollen, dass sie stirbt. Der Erste, der sie findet, den mache ich zu meiner rechten Hand. Ja, das ist ja auch wirklich toll, aber da soll man aufhören, die ganze Zeit zu plappern. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren. Konzentrieren. Sucht weiter. Sie könnte bereits hier sein. Ja, bin ich auch, aber... gibt angenehme Orte. So, ich laufe jetzt auch noch mal langsam lang. Such mir hier... Okay, den können wir uns vielleicht schnappen. Ja, den können wir uns sogar wirklich schnappen. Geräuschloses Ausschalten mit den Schenkeln, so wie wir das gelernt haben in der Catwoman-Schule. Und dann schnell wieder ab nach oben. Jetzt mal schauen, wie lange die brauchen, um den Typen zu entdecken. Oh. Verdammt mich noch eins, das war jetzt gerade eben gar nicht schlau. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal so machen, dass ich hier direkt in den... Ja, wirklich, also hat prima funktioniert mit dem Nahkampf, Kedos. Ganz, ganz tolle Idee. Die sind gar nicht so einfach, die Catwoman-Missionen. Drück nicht ab. Er drückt ja gar nicht ab. Two-Face wird ständig Verstärkung rufen. Konzentriere dich auf Two-Face, um ihn zu erledigen. Ach, soll ich einfach erstmal Two-Face irgendwie platt machen? Oder wie läuft das denn ab? Rette die Geiseln, die Ritter genommen und in seine Todesfallen eingesperrt. Das könnt ihr schön selbst machen, meine lieben, verehrten Zuschauer. Wie ich das ja am Anfang jeder Folge betone. Das ist wirklich nicht einfach. Zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und... Jetzt komm, nimm den DT grad noch mit und jetzt... Ah, der hat die Two-Face irgendwie... Oh. Oh, das wird hier jetzt aber sehr unangenehm. Hier drüben, da ist Catwoman, sie flieht! Ich flieh doch nicht, ich mache hier gerade eben alle platt. So, wenn wir schnell... Hä? Nein! Oh, wir haben's geschafft. Sorry, Harf, das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest hab ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Peng! Und wo sind die anderen jetzt hin? Ich denke immer nur in Schwierigkeiten. Und wieso hat das gerade eben so dermaßen geleckt vorher? Ich weiß es nicht, aber mein PC hat auch komische Geräusche, glaube ich, von sich gegeben. Könnte auch jemand draußen am Fenster gewesen sein, aber wer weiß das schon. Hast es nicht ohne mich ausgehalten, hm? Kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. Benutze Wechselpunkte, die an näheren Stellen in Arkham City zu finden sind, um die Spielfigur zu wechseln. Ja, meine Damen und Herren, es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Aber mit dem Bild von diesen zwei wundersüßen Katzen, die hier gerade eben in die Ferne schauen, beende ich dieses Let's Play endgültig und für immer. Arkham City ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, tschüdeldö und Herzsetzer. Verdammt doch mal, ich bin Batman.